Also vom lila Stachelblock. Ah. Oh ja, genau. Rayman Origins und die Musiklevel. Genau daran musste ich, glaube ich, gerade denken. Ich glaube, genau das war das. Da durftest du dir gefühlt keinen Fehler erlauben. Besten Level. Ja, wenn man sie 10-mal, 20-mal, 30-mal gespielt hat und man dann durchgekommen ist, waren die sehr cool. Nein, die waren sehr cool. Ich würde mich immer noch über einen neuen Rayman-Teil freuen, ehrlich gesagt. Oh, hier sieht er jetzt aber nicht mehr so schön aus. Ah, gefühlt kommt da nichts mehr. Na, ich habe das Spiel nie gezockt. Rayman ist leider in Vergessenheit geraten. Irgendwie schon. Ich glaube, die letzten Spiele kamen 2013 oder so. Und die fand ich alle ziemlich cool. Das war das Rayman Origins und dann gab es doch so ein ähnliches. Ich glaube, der Teil davor oder danach. Ich weiß leider nicht mehr, wie der hieß. Aber die beiden Teile fand ich ziemlich cool und die waren sehr, sehr lustig. Die haben sehr viel Spaß gemacht. Schade, dass da halt nichts mehr kommt. Aktuell sind ja eher die Rabbids. Das, worauf mehr gegeben wird. Die haben ja sogar ihr eigenes Partyspiel jetzt noch nebenbei bekommen. Das ist jetzt auch noch nicht so lange draußen. Vielleicht, weiß nicht, halbes Jahr, vielleicht auch ein Jahr. Dann halt auch mit Mario und sowas. Aber Rayman ist irgendwie... Weiß nicht, Rayman ist nicht mehr. Was ich ziemlich schade finde. Ich echt sagen. Nur mit Rabbids glaube ich noch. Ja, genau. Also mit den Rabbids kommen noch Sachen, aber mit Rayman an sich irgendwie nicht mehr. Weil ich die Spiele halt, vor allem die beiden neueren halt von damals, die fand ich halt gar nicht schlecht. Ich springe halt auch genau in die Sachen rein. Echt, das war jetzt ein Tod. Ich dachte, ich habe mich daran gehangelt. Besser abwarten. Spring einmal hoch. Du auch. So. Oh Gott, Hugo, richtige Kindheitsfläche. Oh Gott, diese Minendinger von Hugo. Oh nein. Das hat man damals halt gespielt, weil es gab nichts anderes. Und jetzt zumindest nicht viel für einen PC. Ach du Heilige, ja Hugo. Da erinnere ich mich auch noch dran. Hugo und Moorhuhn und sowas alles, ey. Uiuiui. Was hat er aber gesagt? Also ich bin startklar und was mit dir? Ich hab den verdrängt. Ich hab Hugo einfach verdrängt. Moorhuhn lebt aber doch in irgendeinem halbtoten Zustand. Echt? Oh, ich habe Schlüssel gefunden.
und ich glaube, hier wird es auch nicht weitergehen, ne? Zumindest nicht, solange da der Blubberblabbel da ist. So komischen, verunreinigten Dinger. So. Hier rüber. Und hier war nämlich Tür. Mach auf. Ich sag nur, ihr seid der drittgrößte Herrscher. Okay, nee, ich glaube, das sagt mir nichts. Ist das sowas so Anno? Oder irgendwie sowas? Age of Empires? Was, ich sag nur Wololo. Das erste Spiel, wo ich sagen würde, dass das Zocken bei mir angefangen hat. Weiß ich, hat das vielleicht auch was mit deinem Nickname zu tun? Dwarf Wololo. Und was ist mit einer Nachricht von der Ratte? Er fragt mich nicht, was Spiele angeht. Ich will. Achso, da. Aha, ja. Was ist das hier? Einfach random irgendwelche Hebel betätigen. Ah! Ja, cool. Und jetzt so? Aha, ja. Oh, jetzt kommt man da rüber. Oh. Ja, das finde ich gut. Ach, na dann. Ich bin sehr froh, dass der Doppelsprung übrigens keine Ausdauer kostet. Ah, guck mal. Hier sind die jetzt auch weg. Nein! Ich bin schon wieder zu ungeduldig. Glibberding. Oh, hier funktionieren die Rohre wieder nicht. Warum habe ich mich eben geheilt? Da ist doch ein Speicherpunkt. Was haben wir hier? Das ist mit den Rohren aber ziemlich cool. Ich habe gar keine Ahnung, wo das hin muss. Ich komme nach oben, war richtig. Ah, und hier den Schalter umlegen. Was macht der Schalter?
Ah, der hat das da. Aua. Hey. Okay, der hat das da gemacht und den kann ich das jetzt umdrehen. Wunderprächtig. Ja, Dwarf war schon vergeben. Irgendwas musste ich ja dazu schreiben. Vololo ist Age of Empires bzw. Age of Empires 2 für mich. Ah. Okay. Ja, gut zu wissen. Komm, ich speichere einfach nochmal. Ich kann ja nicht schaden. So, von da unten komme ich. Ins Gesicht. Mhm. Ja, ich nie Latein hatte, keine Ahnung, das stimmt. Ah. Ich kann, also mit Latein kann ich auch nicht helfen. Hier sind auch noch Glibberviecher. Ich finde aber gut, dass die Axt, wenn sie halt fliegt, dann fliegt sie halt auch durch mehreres durch. Das finde ich ja ganz nett. Ah, dann ist das hier bestimmt wieder der richtige Weg. Das heißt, ich gehe, glaube ich, erst auf die andere Seite. Ja, da war eine Kiste. Habe ich die vorhin nicht gesehen, wo ich hier... Ah, nee, wenn man hier hängt, dann stirbt man. Nee, ich wollte eigentlich sagen, dann sieht man die nicht so richtig. Wo waren das jetzt? Hier lang. Da sind wir wohl mit unseren Latein am Ende. Ja. Wenigstens was Gutes. Aha. Ja. Ja, okay. Ich meine, die brauche ich ja zum Aufleveln. Von daher passt das schon. Oh Gott, oh, das war. Das war ein bisschen zu knapp. Oh, stimmt, den kann ich ja jetzt die Axt auch einfach ins Gesicht werfen. Ich muss gar nicht so nah an den ran. Aha! Hoch ist wieder der richtige Weg. Hier geht es in beide Richtungen hoch. Ah, nee, doch nicht. Ich hätte auch gern noch anderen Stuff zum Upgraden. So ein paar Echos zum Beispiel. Ellie hatte mich schon gefragt, wann drauf kommst, die Axt ins Gesicht zu werfen. Ja,
Ich habe ganz vergessen gehabt, dass man die Eisviecher ja dann auch mit der Axt abwerfen kann. Es muss nicht nur alles, was fliegend tut, sein. Es kann auch sowas sein. Warum geht's da auch unten lang? Weiß ich nicht, brauche ich nicht. Hoffe ich zumindest. Oh, warte. Nee, ja, nicht ganz. Ja. Hey. Oh Gott. Nicht weiter gedrückt halten, wenn man geworfen hat. Ja, ich glaube, das ist gut so. Oh Gott. Ich bin nur, was das Treffen mit der Axt angeht, noch nicht so gut. Heim ich mal sicherheitshalber. Oh, hä? Da ist ja auch einer. Die sind aber schon, manchmal sind die auch schon frech platziert. What the fuck, was ist mit denen los? Um Inka und ein Rapture. Was ist Inka? Weißt du, hier bist du auf solche komischen Plattformen, weißt du, und dann schießen die auch noch so eine Hanswürste hier ab. So. Finde ich gar nicht gut. Oh ja, ja. Das war so geplant. Also da, ne? Ich mache schon wieder komische Sachen. Die so bestimmt nicht vom Spiel vorgesehen sind, aber. Ne, ich mach das einfach. Naja, die Quelle. Das ist schon wieder so eine. Die Quellen erinnern mich an Inka-Tempel. So. Ich dachte gerade, du meinst irgendwas, keine Ahnung. Du meinst Imka. Und Imka sind ja die von Dings hier. Die Bienchen und Blümchen. Honig. Und ich war gerade ein bisschen verwirrt, was du damit meinst. Oh, ja, okay, hui. Alles klar. Da hatte ich selber gerade auch was Falsches im Kopf. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, was du meinst. Ja, wir sind hier bei der letzten Quelle. Dann passt das doch aber. Dann machen wir die noch. Einfach draufkloppen ist immer noch die beste Devise, weil so kriegt das Schaden.
bevor er da wieder irgendwelche komischen Stuff nachproduziert. Ah, jetzt bin ich nicht mehr hochgekommen. So viel Schaden machen die ja gar nicht. Aber der regeneriert kein Leben, aber ich glaube nicht. Oh, die kann man auch noch mal drin nehmen. Weh, verdammt. Ach, da ist er ja wieder. Hi. Nein, jetzt geht er da wieder hoch. Das ist hier schon mal ein bisschen schwieriger. Ach ja, das geht gar nicht von der Seite. Wo ist er denn? Ja, hallo, wo ist er denn? Hallo, komischer Schleimblob. Mann, jetzt hau ich da auch immer wieder drauf, ne? Stimmt, so warte mal, so geht das ja vielleicht auch. Hallo, wo bist du denn? Hier geht's ja noch weiter lang. Ja gut, es sind ein paar. Wo, oh, Schleimblobby? Wo bist du denn? Da oben. Wart mal auf mich. Hier stehen geblieben. Ach gut. Wundervoll. Sehr gut. Ah, deswegen. Um den Kleinkram kümmere ich mich da nicht so. Weil der Große schmeißt sie halt die ganze Zeit um sich. Sie ist also gestorben? Eure Begleitung hat mich bereits über Dahlias Schicksal informiert. Diese Plage. Sie wird nicht Halt machen, bis sie sich ganz Naukan verleibt hat. Gibt es keinen Weg, sie aufzuhalten? Dahlia muss doch eine Lösung im Sinn gehabt haben, als sie uns hierher geschickt hat. Meine gute Schwester hat mir die Lösung tatsächlich direkt zugesandt. Ich bin die Lösung. Ich. Dieser junge Mensch. Wieso sage ich doch, ich bin die Lösung. So, so. Hör mal, wir können die Plage tagelang aufwischen. Aber wie viel nützt uns das auf lange Sicht? Ich stimme zu. Das Mädchen kann nicht überall gleichzeitig sein. Sie muss sich nur zum Ursprung der Plage begeben. Ihr habt gesehen, wie es ihr in Tlaklakon funktioniert hat. Ja, ja, ja. Wenn man die Quelle reinigt, werden die Ableger zerstört. Eine Kettenreaktion. Exakt. Diese Plage ist ein lebendiger Fluch, der sich überall ausbreitet. Ihr Ursprung
Er ist gefangen auf einer Insel am östlichen Rand unserer bekannten Welt. Ich und meine Geschwister wachen nicht nur über unsere Domänen, sondern auch über dieses Gefängnis. Okay? Unsere vier elementaren Echos werden den Pfad enthüllen. Also darum hat Dalia ihr Echo an uns... ja, deswegen hat sie es uns anvertraut. Ja, ihre Intention ist klar verständlich. Unsere Pflicht als Wächter wurde bereits untergraben. Ich muss dir mein Echo übergeben, menschliches Kind. Oh. Oh, okay. Aber dann haben wir erst zwei. Und er sagt, es sind vier. Das heißt, wir sind so Hälfte vom Spiel? Ui. Das geht länger als gedacht. Damit du den Ursprung dieser Plage Kamali erreichen und bezwingen kannst. Moment mal. Heißt das nicht... Trauert nicht um mich, meine Kleine. Wir sind alle nur Teil von etwas Größerem. Bleib wachsam. Meine zwei verbleibenden Geschwister sind der Plage vielleicht schon erlegen. Und meine feurige kleine Schwester hat so oder so ein wildes Temperament. Oh oh. Das kann also noch schwierig werden. Sagen wir mal so 2 von 5. Die Insel ist ja auch noch eher true. Stimmt. Halt, also, wir haben 2 von 4 Geschwistern. Und dann kommt ja wahrscheinlich noch so der Big End Boss Kampf. Und das wird wahrscheinlich auch noch mal eine Weile. Vergeude keine Zeit, Menschenkind. Ich freue mich schon auf euer Wiedervereinigung. Okay. Jetzt ist er einfach nur noch Dampf. Die opfern sich quasi ja für uns. Uiuiuiuiuiui. Das ist ja auf jeden Fall jetzt der perfekte Zeitpunkt, um heute auszumachen. Jetzt, wo wir das hier noch geschafft haben, ist direkt ein Lagerfeuer. Wieder geht's denn hier wieder zurück? Erzähle Yuma von der Aufgabe, die Tlaloc dir erteilt hat. Wer ist denn jetzt Yuma? Ist Yuma die feurige Schwester? Ich glaube, oder?